Willkommen im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster harmonische Folge. Was du bereits kennen solltest, sind die Bedingungen für das Monotonieverhalten von Folgen. Und wir werden jetzt versuchen, den Grenzwert einer harmonischen Folge abzuschätzen. Eine harmonische Folge ist eine Folge, wo das nth Glied 1 durch n ist. Das heißt, wir haben eine Folge mit erstem Glied 1, das zweite Glied ist ein Halb, das dritte ist ein Drittel, dann ein Viertel und so weiter. Die Folgenglieder sind hier auf der oberen Zahlengeraden eingetragen. A1 ist 1, A2 ist 0,5, A3 ist 0,3 periodisch, A4 ist 0,25, A5 ist 0,2 und so weiter. Wenn wir jetzt viel mehr Glieder eintragen möchten, dann haben wir nicht genug Platz um 0 herum, also nehmen wir die Umgebung von 0 jetzt unter die Lupe. Das ist auf der zweiten Zahlengeraden eingetragen. Da haben wir ganz recht das 20. Glied, das ist 0,05. A50 wäre dann 0,02. A100 wäre 0,01. Das 200. Glied ist 0,005. Und A1000 wäre dann 0,0001. Jetzt stellt sich die Frage, was der Grenzwert dieser Folge sein könnte. Und weil die Folgenglieder immer näher und näher an 0 dran sind, je größer n ist, und wir auch beliebig nah an 0 herankommen können mit den Folgengliedern, wir raten, dass der Grenzwert 0 ist.